Liebe Freunde der paradoxen Spiele und Fans von Imperator Rom, dem im Moment gerade in Entwicklung befindlichen Spiel, neuen Spiel von Paradox Interactive, willkommen zum Entwicklertagebuch 2. Jeden Montag gibt es also ein neues Entwicklertagebuch. Ich schätze mal irgendwie 40 bis 70 Stück davon, bis wir irgendwo in die Nähe des Release kommen. Tja, und worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über die Weltkarte. Imperator Rome bekommt die wohl größte und detaillierteste Karte, die Paradox je für ein Spiel entwickelt hat. Dass nicht Größe automatisch gleich besser bedeutet, hat man am Beispiel von Hearts of Iron 3 gesehen. Paradox hat also sehr darauf geachtet, dass sie ein Spiel entwickeln, wo du viele interessante Situationen erleben und entweder mit einem kleinen Staat oder mit einem riesigen Imperium spielen kannst. In einigen von Paradox entwickelten Spielen gab es verschiedene Ansätze, wie man mit Objekten umgegangen ist. Wenn man sich zum Beispiel die Staaten aus Victoria 1 anschaut, welche aus Gruppen von Provinzen bestanden. Imperator Rome wird von Grund auf neu entwickelt und basiert auf dem Zusammenspiel von zwei Ebenen. Die kleinste Ebene der Karte ist eine Stadt, welche vergleichbar mit einer Provinz aus anderen Paradox-Spielen ist. Die Stadt enthält also eben auch ein Dorf, eine Stadt oder eine Metropole, eine gewisse Anzahl an Bevölkerung, produziert Handelsgüter und hat einige Gebäude. Eine Provinz ist also eine Gruppe von Städten oder Ortschaften, die zum selben Land oder Staat gehören. In der Regel besteht eine Provinz aus 10 bis 12 Städten und bildet eben das oben angesprochene Objekt, in dem du deinen Handel steuerst oder Gouverneure zuordnest. Als Vergleich sieht man hier auf der Karte den heute südlichsten Teil Italiens, Sizilien, und wie er sich von vorigen Paradox-Spielen bis heute entwickelt hat. Europa Universalis hatte 2 Provinzen. Crusader Kings 2 hatte 5 Provinzen, Europa Universalis 4 hatte 3 Provinzen und Hearts of Iron 4 hatte 9 Provinzen. In Imperator Rome hat Sizilien 23 Städte, vergleichbar also mit 23 Provinzen aus anderen Paradox-Spielen und 4 nicht passierbare Bergflächen. Ja, und genau das erschafft eine viel interessantere militärische Kampagne und gleichzeitig mehr Möglichkeiten während den Friedenszeiten. Wie man dem Titel entnehmen kann, geht es bei Imperator Rome natürlich um das Mittelmeer, dem Mare Nostrum, welches abgebildet ist, aber da ist noch viel mehr auf der Welt für euch zu entdecken. Ja, einer der Hauptgründe, mit genau diesem Startdatum zu beginnen, ist neben der interessanten und spannenden römischen Periode natürlich die östlichen Königreiche und deren Zustand in dieser Epoche. Dazu wird in den kommenden Entwicklertagebüchern natürlich noch etwas detaillierter eingegangen, dennoch ist es erwähnenswert, dass die Entscheidung, gewisse Territorien mit auf die Karte zu nehmen, die Relevanz zum Hellenismus war, also der griechischen antiken Geschichte, die für sich genommen ebenfalls sehr interessant war. Britannien hat einen großen Teil des historischen römischen Feldzuges ausgemacht und spielte eine entscheidende Rolle für den Zinnhandel in der Bronzezeit bis hin zur Eisenzeit. Es gibt nicht sehr viele Daten über Britannien aus der Zeit vor 150 vor Christus, daher hat sich Paradox einige Freiheiten erlaubt, was einige Stammesgebiete angeht, die Caesar bekannt waren. Ja, die Einbeziehung des südlichen Skandinaviens war eine bewusst getroffene Entscheidung. Das Startdatum 304 vor Christus katapultiert uns direkt in die Zeiten der Migration der ursprünglichen germanischen Stämme vom heute bekannten Skandinavien nach Nord- und Mitteldeutschland. Diese Verlagerung fand für die nächsten Jahrhunderte statt und beinhaltete zuletzt auch einige keltische Stämme. Genau wie im britischen Beispiel gibt es auch hier wenige konkrete Aufzeichnungen der Namen und Herkunft dieser Gruppen zum Anfang dieser Periode. Die dokumentierte Geschichte der äthiopischen Region jedoch reicht viel weiter zurück als unsere Zeitlinie.
Dennoch waren keine der zeitgenössischen Aufzeichnungen, die auffindbar waren, detaillierte Hinweise über Standorte oder politische Situationen. Selbst heute noch stehen Strukturen, die vom Königreich Dimmt um 700 vor Christus erbaut wurden, als Zeichen der hochentwickelten Kulturen, die als Grundlage der Reiche zum Startdatum von Imperator Rom dienen. Der Nil war seit jeher die Lebensader Nordostafrikas und Paradox wollte so viel wie möglich von diesen Inhalten mit ins Spiel bringen. Die Aufnahme des indischen Subkontinents wurde als absolut notwendig betrachtet, um die Welt zu erschaffen, die relevant zum Hellenismus war. Ja, eine Ära des Krieges bestand bereits zwischen dem kürzlich entstandenen Maurya-Reich und dem selbsternannten König Seleukos Nikator, wenn man mit Imperator Rom beginnt. Die griechischen Händler bereisten bereits seit langer Zeit westindische Häfen und handelten unter anderem Stoffe, Edelsteine oder Gewürze und daher ist es nicht weit hergeholt, dass diese Orte griechischen Einfluss haben oder viele der antiken Namen griechisch sind oder klingen. Ja, zuletzt wollen wir so viele interessante Dinge wie möglich ins Spiel bringen, sagte Paradox Interactive, da eben nur ein Startdatum vorhanden ist. Das bedeutet also, dass sie versucht haben, so viele spannende Staaten mit aufzunehmen wie möglich, die zum Beispiel auch gut spielbare Untertanen größerer Imperien waren, anstatt direkt Gouverneuren zu unterstehen. Diese weiter abgelegenen Staaten sollen reale Politik widerspiegeln, wie zum Beispiel Nordanatolien oder Judäa, und dem Spieler auch die Möglichkeit geben, die Herrschaft über viele verschiedene einzigartige Regierungsformen dieser Region zu bieten. Ja, während der Zeit der Entwicklung wurden viele verschiedene Quellen, Texte und Karten genutzt, um was Paradox eine immersive, lebendige Welt nennt, zu erschaffen, die nah an der Geschichte ist. Eine unschätzbare Quelle, welche besondere Erwähnung verlangt, war der digitale Atlas des römischen Imperiums, zusammengestellt an der Lund-Universität, welcher Daten des Pelagios-Projekt nutzte. Auch wenn es sehr wertvolle und viele Quellen waren, mussten sich die Entwickler eben doch einiger Freiheiten bedienen, um eine gut bepackte Karte zu erschaffen. Daher sind Fehler eher auf der Seite von Paradox, wenn überhaupt, anstatt bei den Quellen anzusehen. Tja, das war schon von unserem kurzen Einblick in das Entwicklertagebuch 2. Am nächsten Montag oder zum nächsten Montag gibt es wie gewohnt das nächste Entwicklertagebuch vom kommenden Spiel Imperator Rome. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar unter dieses Video oder Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Tagebuch. Macht's gut. Ciao.